Hallo, ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zum heutigen Let's Test. Und ich möchte ein Spiel spielen bzw. anspielen, das ich schon sehr, sehr lange auf der Platte habe. Und zwar Gris. Das Spiel wollte ich ursprünglich mal als, ja, kurz Let's Play rausbringen. Da ist mir aber damals jemand zuvor gekommen, der dieses wunderschöne Spiel bereits komplett gespielt hat. Und zwar ist das die liebe Pico. Ich verlinke euch mal den Kanal oben rechts in der Videobeschreibung. Aber ich habe mir gedacht, das ist einfach zu schön, rein optisch, als dass ich das einfach nur auf der Platte verrotten lasse. Und habe ich gedacht, mache ich einen Let's Test draus, einfach um es mir selbst einmal live anzuschauen. Und ich würde mal sagen, ich starte mal ein neues Spiel, oder? Wir schauen gemeinsam, was das Spiel kann. Ist ja schon wirklich schön aus. Die musikalische Untermalung und die Aquarellfarben. Hammer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jede Form von Farbe ist hier einfach verloren gegangen. Alles ist nur weiß und an Hintergrund nur schemenhaft zu erkennen durch die Linie. Es tut sich ein bisschen was wie so eine Wüstenlandschaft im Hintergrund. Fliegen uns Vögel entgegen. Sieht zumindest aus wie kleine Vögelchen. Die Schwalben. Oder kleine Regenschirme. Je nachdem, wir anfangs sehr deprimiert wirkten, scheinen wir jetzt ein bisschen neuen Mut gefasst zu haben. Thank you.
Immerhin erkennen wir immer mehr von den Hintergründen. Es sieht zwar alles sehr zerstört aus. Aber immerhin besser als nur ein rein weißer Hintergrund. Was haben wir hier? Okay, das Pünktchen verfolgt uns jetzt. Sieht ein bisschen aus wie ein Aquädukt. Kommen wir dann noch hoch? Ja. Das habe ich fast gedacht. Hier aber noch nicht hoch. Schade. Oh, hier aber noch jemanden für Pünktchen. Pünktchen 2. Da haben wir noch ein Pünktchen. Uns fehlt aber noch ein drittes Pünktchen, dass wir diese Brücke bauen können. Dann schauen wir mal, da oben haben wir eins. Kommen wir da hin? Stand jetzt nicht. Hier sind keine Vögel, ich nehme alles zurück. Es sind seltsame Papier, Teppich, Fliegedinger. Ah. Hier können wir auf jeden Fall eine Brücke bauen. So, und jetzt haben wir auch genug Pünktchen für die Brücke hier hinten. Sehr gut. Sind schon praktisch. Hätte ich auch gern. So ein paar kleine Pünktchen, die mir im Alltag helfen. Oh, und hier sind Teile der Hand. Ich glaube, dort befanden wir uns ja vorhin drin. Oder was, die Hand? Gute Frage, nächste Frage. Die Trauer holt uns ein, aber wir gewinnen eine Farbe dazu. Genau diesen Stil mag ich wirklich sehr. Dass das komplett in diesen Aquarelltönen eingehalten ist. Dass die Farben so ineinander verfließen. Man benutzt eine Farbe, hat aber durch die verschiedene Konsistenz dann halt verschiedene Farbtöne innerhalb dieser Palette. Das ist klasse. Gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe, die Farbe verfolgt uns noch ein bisschen. Okay. Was haben wir hier? Sieht aus wie so ein Kerzenständer. Oh, da fehlen uns aber noch einige.
Da müssen wir noch ein paar Pünktchen sammeln. Sollte vielleicht erstmal nach unten gehen, oder? Glaube ich, der klügere Weg. Oder? Hier kommen wir ja noch zurück. Das sieht so aus, als ob hier der Weg letzten Endes weitergeht. Okay, das ist eine Sackgasse. Dann gehen wir doch nochmal hoch. Hier können wir nichts ausrichten. Und da hinten kommen wir nicht hin. Gut, haben wir das geklärt. Aber besser, als wenn wir später einen von diesen leuchtenden Punkten elendig lange suchen. Dann gehen wir mal hier weiter. Musikalische Klavieruntermalung. Ist wirklich schön dazu. Kann jeder sagen, was er will. In meinen Augen ist sowas Kunst. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, dass Videospiele, ach Gott, dass sie kindisch sind und soll erwachsen werden und. Dabei ist es inzwischen so viel mehr als einfach nur ein kleiner Teil unserer momentanen Popkultur. Es ist einfach so gigantisch groß. Es ist so eine gewaltige Industrie mit so vielen tollen Titeln und Zweigen. Muss ja nicht immer Geballer sein. Sondern vielleicht auch einfach mal so eine kleine Reise erleben wie hier. Wie wir sehen, war das Ganze alles nur das Intro. Im Übrigen möchte ich auch so elegant landen können. Jetzt haben wir dasselbe Spielchen eigentlich von vorne, bloß dass wir mehr sehen. Wir sehen im Hintergrund Pyramiden oder pyramidenartige Gebäude. Und die Wüste ist anstatt weiß jetzt rot. Bin mal gespannt, wann wir es schaffen, die nächste Farbe zu erlangen. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Auf Tatooine gab es auch diese Feuchtfarmen. Naja, so ein bisschen. Jetzt sieht es mehr nach Windspiel aus. Oh, ein Sandsturm. Auch allein, wie die Geschwindigkeit dieses Sturms dann wirklich durch die Musik mit unterstützt wird. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Da sind wir mal instinktiv richtig stehen geblieben. Ich
glaube, sobald wir da oben sind, kommt der nächste Sturm, oder? Ja. Mal drin stehen. Wie das Windrädchen sich schneller dreht. Oh. Da kommen wir noch nicht weiter. Es fehlt noch ein Pünktchen. Wie geht das denn jetzt? Wir haben erst eins. Und leider müssen wir da jetzt durch. Wir müssen den fehlenden Punkt finden. Aber wir kommen nicht mehr zurück. Das heißt, er muss irgendwo hier sein. So sehr wird uns das Spiel doch nicht mobben, oder? Oh, wollte gerade sagen. Gehen wir jetzt erstmal unten weiter. Was seid denn ihr für kleine Steinwesen? Naja, hier haben wir ein Pünktchen. Jetzt haben wir genau passend beide, um die Brücke zu bauen. Obwohl, wir können das jetzt gerade ein bisschen schleudern lassen. Ob wir das überhaupt rechtzeitig oben rein schaffen, bevor der nächste Sandsturm kommt. Und doch ziemlich dicht hintereinander. Okay. Danke, Pünktchen, für die Brücke. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ja. Ich weiß nicht, aber ich fühle mich bei dem Gedanken nicht wohl, dass wir im Inneren eines, was auch immer du bist, sind. Lass mich hier mal plumpsen. Und jetzt haben wir... Am letzten drittes Pünktchen? Nein, das war irgendwas anderes. Na egal. Was auch immer wir eingesammelt haben, wir haben's. Jetzt schnell in Sicherheit rennen. Da überhaupt irgendwie dran? Jetzt würde ich Steinchen ein bisschen bewegen, aber es reicht nicht aus, damit wir da dran kommen. Oh. Schade. Da weiß ich jetzt gerade noch keinen Weg, wie wir das erreichen können. Kann natürlich auch sein, dass ich verhältnismäßig früher aufgebe, aber... Ich möchte mit euch ja einfach nur ein kleines bisschen dieses Spiel genießen und es vielleicht dem einen oder anderen schmackhaft machen. Denn rein optisch, es geht nicht darum, irgendwelche Gegner zu bekämpfen oder... Oh, das war sehr knapp. Sondern einfach nur diese wirklich wunderschöne Reise zu erleben.
passiert jetzt? Aha. Alte K. Mhm. Dann kommen wir jetzt doch zurück. Dann holen wir uns das Ding. Perfekt. Können wir uns jetzt eigentlich auch schwer machen? Ja. Das ist natürlich jetzt praktisch. Jetzt können uns die Sandstürme natürlich gar nichts mehr anhaben. Außer dramatisch klingen. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt kommen die aber ganz dicht aufeinander gefolgt. Ich war schon ziemlich geduldig sein. Ich war zu ungeduldig. Da müssen wir doch länger abwarten. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Ich finde, trotz der Dramatik ist es ein schönes Klavierstück. Obwohl, es ist eher Orgel, ne? Nur das Gefühl, es hört nicht auf. Wie lange geben wir dem Ganzen noch eine Chance? Ah, kurz Moment hatte ich die Hoffnung, dass es aufhört. Nee. Ich glaube, wir sollen hier einfach noch nicht lang. Kann das sein? Was passiert, wenn wir hier nochmal K drücken? Nichts. Okay. Müssen wir noch weiter zurück. Können wir noch weiter zurück? Ja, eigentlich nicht. Das ist ja jetzt doof. What shall we do? Ah. Ah. Glückwunsch, Gato. Wir können auch als Klotz laufen. Learning by doing. Dann kämpfen wir uns jetzt mal ganz langsam vorwärts. Eine Statue. Hier noch eine trauernde Statue. Ich glaube, das sollen wir darstellen. Das ist, glaube ich, unser innerer Tempel.
Okay, hier haben wir Glocken. Ich glaube, die werden noch eine tiefere Bedeutung für uns haben. Da unten haben wir wieder ganz viele kleine, fleißige Steinchen. Oh, der Stein hätte uns geholfen, zu wissen. Ein Steinchen mit Beinchen. Sehr gut. Ah, da oben haben wir wieder etwas. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, fast den Sandsturm müssen wir für den letzten Sprung aufheben. Weil ich glaube, sonst schaffen wir den nicht. Weil wir springen nicht weit genug. Ich es mal. Ja. Bueno. Ja, Mama Gato hat keinen Dummbatz großgezogen. Anscheinend schon. Wir müssen wieder hoch. Ah. Aber das ist jetzt unsere leichteste Übung. Warum reicht das nicht? Was müssen wir tun? Dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit dieser neu erlangten Macht hier irgendwas machen können. Aber wie schon vermutet, ich glaube, die Glockenspiele waren hier nicht völlig umsonst. Okay, wir stürzen in unserem Tempel in absolute Dunkelheit. Und sehen hier wieder ganz viele trauernde Figuren. Die Figuren vor allen Dingen. Kann ich die zerstören? Ist das denn ein Zweck des Ganzen? Ist natürlich hier sehr viel Interpretationssache mit dabei. Aber ich glaube, das war wieder so ein Moment, der uns sagen sollte, wir sollen nicht aufgeben, oder? Wir sind tief gefallen, waren gefangen und sind jetzt wieder an der Oberfläche. Ja, und so wird das Spiel noch ein bisschen weitergehen. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Stunden das angesetzt ist. Ich glaube, in Summe 4. In circa 4 Stunden kann man es durchspielen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr gesehen.
Und natürlich kommen dann noch andere Farben mit hinzu und noch andere kleine Rätsel, die man erledigen muss. Aber ich finde, es hat schon fast was Meditatives. Eine kleine meditative Reise. Und wenn ihr Lust drauf habt, ich verlinke es euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Spielt es selbst, ohne mein Gefasel dazwischen. Und nutzt es einfach, um ein bisschen abzuschalten. Genießt diese Reise, probiert da einfach eure Sicht der Dinge mit rein interzupretieren. Es ist in meinen Augen halt die Reise von, geh mal davon aus, dass die Protagonistin Gris heißt, dass ja, sie gegen ihre inneren Dämonen kämpft und probiert, die Farben wieder zurück in ihr Leben zu bekommen. Ihr einfach aufgrund von Traurigkeit, Kummer gekommen sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schaut bei Pico gerne vorbei. Ich habe es ja euch am Anfang verlinkt. Die hat das komplett gespielt, wenn ihr es lieber als Let's Play sehen wollt, anstatt es selbst zu spielen. Und sonst bleibt nur zu sagen, dass ich euch einen wunderschönen Tag wünsche. Und macht's gut. Ciao.